Verdammt, jetzt haben wir hier lauter so eine Bubse rangebaut. Nahaha. Es ist zu ärgerlich. So, den kloppen wir auch weg. Und den kloppen wir, na komm schon, auch weg. Okay, also weiter. Zack. Lücken füllen hier. So. So, so, so. Ja, doch, das klappt. Zack, zack. Ach, das war klar. Ich glaube, mit diesem Schwenk zur Seite, damit sollte ich besser ein bisschen vorsichtig sein. Zack, zack. Okay, gut. Zack. So. Zap, zap. Dann machen wir es doch lieber auf die... was war das? Wir standen in der Fackel und haben den Slab an die Fackel gebaut. Gut zu wissen, dass das auch geht. So. Na, jetzt schließen wir die letzte Lücke. Und dann passt das. Fertig. Ju, den Raum hätten wir damit auch durch. Oh. Nee, eine Durchreiche wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte noch ein Fensterchen, dass hier vom Tageslicht auch ein bisschen noch was reinkommt. Das sind diese Dusche, da ist in der Hütte. So, hier machen wir auch von der Wand entfernt. Wie weit? Eins, glaube ich. Ju, eins, zwei. Wunderbar, kommt Licht rein. Sonst haben die Fackeln so viel zu tun. So, ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. So, hier haben wir natürlich auch noch eine Decke rein. Decke, Decke, Decke. So. Ja, Also, höchstwahrscheinlich werden das noch mindestens zwei Etagen oben rauf. Dem Dach geschuldet. Oder muss ich mal gucken in der Crafting-Liste, in der Bibliothek, ob es da vielleicht noch ein paar schöne Solutions für gibt, ein paar schöne Lösungen. Ob die da was für uns bereithalten. Weil ich glaube, Treppen als Dach könnte ein bisschen dusselig aussehen. Naja, werden wir sehen. Werden wir sehen, wird sich alles finden. So, hier kommt auch noch was rein. So. Zack. Ja, genau. Und in die obersten Etagen, da können wir unsere fiesen Versuchslabore reinmachen. Da halten wir uns dann Zombies und Creeper lieber nicht. Die jagen uns nachher bloß die Hütte hoch. Das wäre schade. Oder vielleicht kann man da dann aus der Mine ein paar Erze ausstellen oder so. Und sagt, hier, guck her. Da war ich schon und da war ich schon. So, hier hauen wir noch ein Fenster rein. Schick. So, hier könnte auch noch ein bisschen Licht reinkommen. Servus. Nochmal zwei kleine Skischarten. Das geht auch mal. Schön mit der Sonne. Wunderbar. Mensch, das nimmt doch langsam Form an hier. Form und Farbe. So, hier können wir eigentlich auch noch ein Fenster reinkloppen. Zack. Schön. Und hier machen wir auch noch. So, hier machen wir wieder ein Zweierfenster. Da ist genug Wand vorhanden. Hier auch noch. Später müssen wir mal gucken, dass wir da noch Glas reinhauen. Müssen wir mal gucken, wie man Glas macht. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwo Quarz oder Sand oder irgendwas und müssen den brennen wahrscheinlich. Mal gucken, ob das auch in dem Ofen geht oder ob man da einen extra Ofen braucht. Das wird sich alles zeigen. Immer Stück für Stück. So wie die Decke hier. So. Oh, jetzt gehen wir schon die Treppe hoch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Platz lassen wir denn für die Treppe. Toll. Ganz stark. Nochmal. Also nochmal. Wie viel Platz lassen wir denn für die Treppe? So. Das machen wir noch dicht. Mal gucken. Ja, nee, das ist, glaube ich, fast ein bisschen viel Platz. Oh, hier muss noch eine Decke rein. So. Und dann haben wir fast alle Räume fertig. Wie gesagt, beim Eingangsbereich wollten wir ein bisschen mehr Luft lassen, dass der richtig hochherrschaftlich aussieht. Ah, super. Okay, jetzt müssen wir mal bei der Treppe nochmal gucken. Machen wir gleich. So,
Ich würde sagen. Ach, wir ziehen hier schon mal die erste Wand rein. So, wie breit soll es denn sein? So? Nee, das wäre ein bisschen sehr schmal. Ja, das ist doof jetzt. Mal überlegen. So. Erstmal könnten wir hier noch ein Fenster gebrauchen. So, eine Schießscharte. Und noch eine. Ach komm, machen wir noch eins hier. So. Soll kein dunkles Kämmerlein werden, sondern ein bisschen Licht ist immer gut. So, jetzt mal gucken. Heieiei. Da hinten ist die Höhle, die haben wir vorhin ausgeleuchtet. Ganz stark. Ganz stark. Von da oben sind wir runtergeballert. Mein lieber Mann. Gut, aber wir sind nicht gestorben. Also fast, denn vier hat nicht mehr gefehlt. Ich glaube, da waren jetzt noch zwei Herzen oder so. Oder maximal drei. Da muss ich unbedingt besser aufpassen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich mal später beim Dachdecken. Da sind es denn die letzten zwei, drei Klötzchen an Höhe, die fehlen. Und dann stürzen wir uns in den Tod. So, naja, aber was soll's. Was muss, das muss. Würde ich sagen, fangen wir hier mit der Wand an. Ziehen wir die hoch. Jetzt scheißen wir einfach mal darauf, dass Nacht ist. Sonst kommen wir hier gar nicht vorwärts. Wenn wir ständig zurück ins Haus rennen, um zu pennen, dann geht uns viel Zeit flöten. Deswegen ziehen wir das jetzt hier mal durch. Licht ist ja genug da, der Mond scheint, wir haben hier unsere Fackeln. Da muss das jetzt auch mal so gehen. Okay. Komm schon. Na, jetzt. Okay. Hoch und zack. Gut, Mensch, läuft doch. Ja, nur hier dürfen wir jetzt nicht runterfallen, sonst haben wir ein arges Problem, glaube ich. Oh, da unten sieht man unseren Schatten. Hallo? Bist du auch fleißig? Flupp. Gut, da war das nächste Stack. Was für eine klasse Aussicht. Da hinten, da leuchtet es auch. Ich weiß nicht, war ich da schon? Kann gut sein, dass ich da schon war. Oder da ist Lava. Soll es auch geben. Ich glaube in Höhlen. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr weit oben. Nee. Von hier oben kommen wir nicht ran. Das heißt, wir müssen das anders bewerkstelligen. Ziehen wir erstmal die untere Bahn durch. Danach machen wir, also machen wir so wie unten. Das war dann erstmal zack, 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 zack. Okay, gut. Da war es vorbei mit den Stacks. Autsch. Naja, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja noch Holz am Start. Und zur allergrößten Not sollte uns das Holz massiv ausgehen. Dann ruppen wir erstmal die Brücke nochmal ab. Und verarbeiten die zu Oakwood Planks. So. Da machen wir uns erstmal die Planks. Jo, da kriegt man schon eine Menge raus. Na komm schon, in die Mitte. So, okay. Das geht. Ja, wie gesagt, zur Not reißen wir die Brücke ab. Das ist mir Schnuppe. Denn die wollte ich ja eh nochmal aus einem anderen Material bauen. Also ich denke mal, entweder aus Planks oder aus Slabs oder so. Vielleicht auch noch komplett aus anderem Holz. Wir haben ja hier noch ein paar Birken abgeholzt. Und das ist ja nochmal ein Müh heller, ein Schlückchen heller. Sieht bestimmt auch nett aus. Ja, das ging gut, Mensch hier. Zack, zack, zack. Wenn das immer so laufen würde, das wäre toll. So, okay, jetzt ziehen wir es darüber. Und Feuers, komm. Oh, da. Jetzt wäre ich fast runtergefallen, habe aus Panik nach links gedrückt. Und schon gab's Mist. So, mal gucken. Zack, zack, zack. Okay, ja, gut. Bau ruhig nach oben. Das ist kein Problem, nicht. So. Und so. Ja. Supi. Okay. Dann wollen wir mal. Zack und zack. Jawohl. Jetzt ziehen wir uns die oberen Reihen auch noch rauf hier. Da unten, da ist schon wieder so eine Terrorgrille.
Aber den werden wir schon noch zeigen, wo der Hammer hängt. So. Zack. Zack. Ja, nein, das läuft doch wieder. Wunderbar. So, mal gucken, ob das Holz reicht. Wie gesagt, zur Not reißen wir die Brücke ab. Das ist nicht so schlimm. Jo. Und mal gucken. Ich denke mal, die nächste Session werde ich erstmal wieder offscreen machen. Dann werde ich erstmal Holz hacken. Wie gesagt, das ist ja, denke ich, nicht so schlimm, wenn ihr das nicht mitbekommt. Denn das ist ja wirklich bloß stupides von Baum zu Baum rennen und die Stämme eindroschen. So, na, komm schon. So. Das läuft. Das läuft wie geschmiert. So, zack. Okay, jetzt sind wir auch schon fast wieder drüben angekommen. Ja, da sehe ich schon die Ecke. Ah, okay. Vielleicht sollte ich mich aufs Bauen konzentrieren und nicht auf die Ecke. Komm. So, wunderbar. Jawohl. Okay. Ja, das klappt. Schön. Okay, brauchen wir auf jeden Fall auch wieder ordentlich Fenster drin, dass es nicht so dunkel ist. So, komm. Zup, zup. Zap, zap. Zip, zip. Wunderbar, jetzt sind wir auch schon fast wieder bis drüben angekommen. Okay. Nächstes Deck. Aber ich denke mal, die Etage kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Mit unserem Holz. Danach werde ich dann wieder ein bisschen Holz hacken gehen müssen, aber das kriegen wir noch fertig. So, hier. Oh, ich glaube, die Sonne geht auf. Ich glaube, die Sonne geht auf. So. Wow. Na, das wird doch langsam. Mein lieber Scholli. Das sieht ordentlich aus, wenn man denn hier reinkommt. Treppen hoch. Oh ja, ordentlich. Hey. So. Ich würde sagen, der Abstand, der dürfte hinhauen. Okay, dann hat man halt da vorne wie so eine Art Galerie. Oh, jetzt sitzen wir in der Treppe. Okay. Oh, das hauen wir nochmal weg. Wie machen wir jetzt die Ecke hier? Nicht mit Slabs auf jeden Fall. So viel steht fest. Ach doch, hauen wir mal bis an die Treppe ran. Und dann machen wir hier so eine kleine Ausbuchtung. Ich denke, das ist okay. Das dürfte jetzt die Optik nicht zu sehr verschandeln. Okay. Hops. Hops, hops. Jawohl. Na, das läuft. So, die ziehen wir direkt bis durch die Wand. Da geht die Sonne auf. Okay. Jawohl. Ach, na, läuft doch. Läuft doch wunderbar. Ich bin begeistert. So. So, schon wieder zu zwei Drittel durch. Okay. Ja, stark. Das musste mal wieder passieren. So, aber kein Problem. Schon sind wir wieder oben. Und komplettieren die Wand. Gucken. Jetzt die Frage: Lassen wir da direkt einen Durchgang oder ziehen wir hier die Wand? Gucken, wie. Lohnt sich das? Weiß nicht, wenn wir jetzt hier die Wand machen, ist das noch breit genug? Ich glaube, eine Zweierbreite dürfte eigentlich ausreichen. Da kommt man locker lang. Sieht nicht allzu beengt aus, also es dürfte eigentlich passen. So. Ja. Das zieht sich ganz gut durch. Okay, ist natürlich ein ganz schön dünner Gang jetzt. Aber da muss ich mal gucken, was ich da dann reinmache. Vielleicht mache ich da dann diese Waffenkammer. Kann man schön links und rechts irgendwie die Rüstungen aufstellen. Und dann kann man da so durch die Rüstung durchschlendern. Man sieht dann immer links und rechts die Rüstung stehen und mal ein Schwert oder keine Ahnung, was hier noch so an Waffen gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch Kampfäxte, also nicht bloß die Holzäxte hier. Ich würde sagen, hier machen wir bloß einen Eingang.
einer Breite, das müsste eigentlich ausreichen. So, kommt man hier nämlich die Treppe hoch. Mal gucken, an welcher Stelle der Treppe war es denn? Ist ganz außen? Oder innen, wie auch immer? Ich glaube ja. Okay, dann machen wir das hier. Zack, zack. Symmetrisch dazu. Zweier Eingang. Zapp, kommt hier rein. Und kloppt erstmal ein paar Fenster. So, komm her. Oh, da sieht man das Dorf. Aus der Entfernung. Okay. Oh, doch, das kann sich sehen lassen. Zwei Abstand, nee, drei Abstand. Drei Abstand ist besser. So, drei dazwischen, dann wieder zwei Fenster. Und dann wieder drei dazwischen. Eins, zwei, drei. Und das wegkloppen. Jawohl. Und da liegt... ups, das war das Mikro. Da liegt die schöne Landschaft zu unseren Füßen. Eins, zwei, drei. Hier. Na gut, okay. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr für ein Zweierfenster. Da wir den Dreierabstand drin haben. Hauen wir lieber hier noch eins rein. So, da machen wir auch noch eins. Ja, doch, die ist, ich glaube, die ist schon ganz praktisch, die Treppe da an der Stelle. Müssen wir nicht immer, wenn wir aus dem südlichen Eingang kommen oder östlich? Ah, nee, Osten. Stimmt, da geht ja die Sonne mal auf. Eins, zwei, drei. Zack und zack. Ja, wenn wir beim Osteingang reinkommen, dann müssen wir nicht immer durchs halbe Haus latschen, bis wir mal die Treppe hoch können. So, da drüben müssen wir mal noch gucken. Da hätte ich gern ein größeres Fenster dann drinne. Hier, eins, zwei. Ja, nee, das ist natürlich totaler Blödsinn. Eine Durchreiche wollen wir nicht haben. Aber hier in unserer zukünftigen Waffenkammer wäre ein bisschen Licht nicht verkehrt. Eins, zwei. Zack und zack. Jo, das läuft. Eins, zwei. Drei. Zack und zack. Okay, das Ganze nochmal. Eins, zwei, drei. Und hier. Zack und zack. Gut, jetzt sind die Abstände natürlich ein bisschen blöd gewählt, aber ich glaube, das reicht eigentlich auch an Fenstern, oder? Ich würde sagen, hier werden wir jetzt mal ein paar Fackeln verteilen, dass es abends auch erleuchtet ist. Sonst sehen wir nichts. So, zack. Hier noch einer hin. Neben Eingang. Dann in... Nee, ja doch, hier in die Ecke. So, na das läuft doch. Hier in die Ecke auf jeden Fall noch eine. Hier auch. Dann, ups. Okay, nochmal hoch. Da würde ich in die Mitte. So. Dann hier neben die Tür. Und dann hätte ich gern noch eine in die Mitte gekloppt. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Zack. Ist das mittig? Nicht ganz. Nee, ich glaube, die muss noch eins weiter nach rechts. So, weg mit dir. Und dahin. Jawohl. Super. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Kriegt einen Daumen. Ach, apropos Daumen. Ich weiß nicht, wenn ihr gerade zuguckt. Na gut, ziemlich sicher, sonst würde das Video jetzt gerade nicht laufen. Dann würde ich mich tatsächlich wie jeder andere stinknormale YouTuber, würde ich mich da genauso drüber freuen, wenn ihr vielleicht mal ein Abo dalassen würdet. Und ich bin genauso auch auf Twitter, Facebook und Instagram vertreten. Auch da könnt ihr gerne, ich glaube bei Twitter und Instagram, da heißt es glaube ich followen, oder? Folgen? Ja. Und bei Facebook würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Also, nur wenn ihr Böcke habt. Wenn er sagt natürlich, das ist totaler Scheiße, der Vogel, der geht mir völlig auf den Sack. Dann, okay, ist es so, dann lasst es. Aber sollte euch das einigermaßen gefallen, dann lasst bitte ein Like da. Oder ein Abo. So, jetzt machen wir erstmal Pfeiler. Genug um Likes gebettelt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, das dürfte hinhauen. Schauen wir mal.
würde sagen, das machen wir auch mit dem stinknormalen Planks. Oh, okay, jetzt haben wir es fast auf den Kopf gehabt. Genau, dass so ein bisschen abgestützt ist, weil sonst wäre ein bisschen sehr unrealistisch. Okay.